Danke, Herr Landau. Für die Linken erteile ich Frau Wissler das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP hat einen Antrag aus dem Mai zum Erneuerbaren Energiengesetz, zum EEG, zu ihrem Setzpunkt in dieser Plenarwoche gemacht. Das macht auch weiter nichts aus, weil es ist ja quasi ein zeitloser Klassiker aus dem FDP-Fundus, den wir hier auch schon oft diskutiert haben, unter dem Motto, die FDP will die Energiewende stoppen. Nun ist es ja so, dass ich immer wieder begeistert bin, was für neue Zielgruppen und Themen die FDP an diesem Thema Windräder so entdeckt. Jetzt haben Sie gerade lange gesprochen über die gesellschaftliche Akzeptanz, die erreicht werden müsste, Polizeieinsätze kritisiert. Also, wenn ich mich so zurückerinnere, als es um die gesellschaftliche Akzeptanz beim Thema Atomkraftwerke ging, hat Sie das ja mal herzlich interessiert. Und da waren die Polizeieinsätze, glaube ich, ein bisschen heftiger, Herr Lenders. Also, von daher, wenn man heute Herrn Rock zuhört, klingt das ja eher so, als würde er gleich Blockupy Windkraft starten oder so als Aktionsform. Vielleicht sollte ich ihn besser nicht auf Ideen bringen. Ja, also, nicht, dass die... Ja, Herr Hahn, meine erste Sitzblockade. Vielleicht probieren Sie mal aus, so ein Windrad. Ne? Ja. Sie entdecken die gesellschaftliche Akzeptanz und außerparlamentarische Protestformen, richtig an der Frage. Sie entdecken auch die armen Haushalte. Auch das ist jetzt eine Zielgruppe, die bei der FDP jetzt nicht der Gang in die Opposition hat es verstärkt. Das ist jetzt auch eine Zielgruppe, die der FDP jetzt nicht immer so am Herzen liegt. Und auch der Wald, selbst der Wald, der der FDP ja jetzt auch nicht so viel bedeutet hat, als es um Landebahn und Autobahn ging. Sobald der Wald durch das Windrad gefährdet ist, ruft das die FDP auf den Plan. Und was ich besonders schön finde, ist, dass Sie beim Thema Artenschutz, Herr Rock, beim Thema Artenschutz hat die FDP ja ganz eigene Kriterien entwickelt, wann eine Spezies schützenswert ist und wann sie es nicht ist. Weil wenn die bedrohte Tierart dazu dienlich ist, ein Windrad zu verhindern, dann ist es eine sehr schützenswerte Spezies. Wenn es sich hingegen um den, beispielsweise um den gemeinen Kammolch handelt, der den Bau von Autobahnen verhindert, dann steht dessen Ausrottung natürlich nichts im Wege aus Sicht der FDP. Also, Herr Hahn, Sie haben schon, also man hat so den Eindruck, dass die eine oder andere Spezies der FDP mehr oder weniger am Herzen liegt, je nachdem, welchem Bauprojekt Sie im Wege stehen. Dabei wird die FDP, und da wird es jetzt, ein bisschen weniger lustig, auch immer drastischer. Es stellt sich auch immer offener an die Seite von Klimawandelleugnern. Also, als ich da den Tweet von Nicola Bär vor einigen Tagen, Wochen gelesen habe, mit dem Zitat, angebliches Auftreten von mehr Extremwetterereignissen seien Fake News, will ich schon einmal sagen, Fakt ist, es ist wissenschaftlich gut gesichert, dass Extremwetterereignisse mehr werden und dass das mit dem Klimawandel zu tun hat und dass sich dieser Trend bei fortschreitender Erderhitzung noch verschärfen dürfte. Von daher wäre mein dringender Appell an Sie, überlegen Sie wirklich, ob Sie bei den ganzen Trumpisten und Klimawandelleugnern, ob Sie wirklich sich mit denen gemein machen wollen, meine Damen und Herren. Die hessische CDU ringt ja mit sich auf offener Bühne. Und an der Seite des grünen Koalitionspartners bekennt man sich zum Ausbau und zu den Klimazielen. Bei Ihrem Landesparteitag im Mai haben Sie ja gestritten auf Antrag der Kreisverbände darüber, ob das EEG begraben werden soll und der Windkraftausbau gestoppt werden soll. Also hier im Landtag dafür, im Wahlkreis auch schon einmal dagegen. Frau Müller-Klepper sehe ich jetzt gerade nicht. Herr Beuth ist hier. Auch das sind ja Mitglieder des außerparlamentarischen Widerstands gegen Windräder in Ihren Wahlkreisen. Also von daher glaube ich, haben wir hier auch bei der CDU jetzt ist es immer noch nicht so, dass man wirklich hinter der Energiewende stünde. Ich will noch einmal deutlich zum Thema EEG sagen. Das EEG ist eine Erfolgsgeschichte zunächst einmal. Und man muss sich schon die Frage stellen, wo stünden wir denn heute ohne diese Regelung? Das EEG war Vorbild für andere Länder. Hermann Scheer hat einmal gesagt, das EEG war das erste Energiegesetz, das gegen die Energiekonzerne durchgesetzt wurde.
Und hätten wir das EEG nicht gehabt, wäre es vollkommen unmöglich gewesen, dass die erneuerbaren Energien heute einen Anteil von roundabout 30% ausmachen. Die großen Atom- und Kohlekonzerne hätten das systematisch verhindert. Sie haben systematisch versucht, die Energiewende zu blockieren. Und da hat das EEG eine wichtige Rolle gespielt, auch wenn wir in der Ausgestaltung immer Kritikpunkte auch hatten, gerade hinsichtlich der sozialen Gestaltung und der sozialen Ausgewogenheit. Leider muss man auch sagen, wurde das EEG in den letzten Jahren von der Großen Koalition mehrmals verschlechtert. Jetzt ist in dem Antrag wieder die Rede davon, dass Windkraft ein Preistreiber sei. Ich finde, man muss wirklich, Kollegin Dorn hat das auch schon gesagt, man muss wirklich sagen, es ist ein großer Unsinn. Wenn man sich anschaut, was an Milliardensubventionen in die Atom- und die Kohlekraft geflossen ist, dann muss man sagen, die erneuerbaren Energien sind die günstigsten. Und die erneuerbaren Energien helfen eben auch, die Kosten in Zaum zu halten, weil sie können sich doch nicht hinstellen und einfach so tun, als gäbe es die Folgeschäden überhaupt nicht und als hätte Kohle und Atom keine Folgeschäden. Die Folgekosten werden halt auf die Allgemeinheit umgelegt. Und deshalb finde ich, dem Mythos der angeblich teuren erneuerbaren Energien, den muss man schon entgegenwirken. Natürlich sehen wir auch, dass die Strompreise ein soziales Problem sind. Auch wenn wir jetzt ganz aktuell ja sogar eine minimale Senkung der Umlage für 2018 vorhergesagt wird, die Preistreiber der EEG-Umlage müssen daher auf den Prüfstand, aber ohne das ganze System infrage zu stellen. Die unberechtigten Privilegien für die Industrie müssen beendet werden. Das wäre für uns ein Punkt, genauso wie die Rabatte bei der Ökosteuer, Netzentgelte, Emissionshandel. Es kann natürlich nicht sein, dass die kleinen Endverbraucher die Rabatte für die Großverbraucher mitbezahlen und die überhaupt keinen Anreiz haben, Energie zu sparen. Deswegen sind die ganzen Ausnahmen bei der EEG-Umlage größtenteils abzuschaffen und machen auch die soziale Schieflage aus, meine Damen und Herren. Und Sie wissen, und wenn die FDP es wirklich darum ging, den Strompreis zu bändigen, wir sind ja seit Langem dafür, dass man wieder eine effektive staatliche Preisaufsicht über das Endkundengeschäft hat. So kann man nämlich verhindern, dass Strom- und Gasanbieter bei Verbraucherinnen Sonderprofite abkassieren. Und dafür könnte man sorgen, dass die Strompreise eben auch bezahlbar bleiben. Aber, meine Damen und Herren, vielen Dank, Stefan. Aber, meine Damen und Herren, in Hessen sind die Probleme ganz andere als die von der FDP angezeigten. Wir scheitern ja an den selbstgesteckten Klimazielen, und die sind jetzt nicht so überambitioniert, um es mal vorsichtig zu sagen. Wir alle haben uns über Donald Trumps Austritt aus dem internationalen Klimaabkommen echauffiert. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir meilenweit davon entfernt sind, es zu erfüllen. Und dazu trägt die Bundesregierung großen Teil zu bei, aber eben auch die Landesregierung. Bekleckert sich Hessen wahrlich nicht mit Ruhm. Die im schwarz-grünen Koalitionsvertrag vereinbarten Maßnahmen reichen nicht mal, um das 2-Grad-Ziel zu realisieren von 1,5 Grad, aber ganz zu schweigen. Wir sind mit der Energiewende wirklich nicht so weit, als dass man jetzt über ein Bremsen nachdenken könnte, um den Zubau zu deckeln und jetzt darüber zu reden, die Energiewende müsse irgendwie verlangsamt werden. Ganz im Gegenteil. Wenn wir die Klimaschutzziele erreichen wollen, wenn wir einen vollständigen Umstieg auf die erneuerbaren Energien haben wollen, dann muss die Energiewende beschleunigt und nicht ausgebremst werden. Das EEG sollte dahingehend optimiert werden, dass es den Zubau der erneuerbaren Energien weiter beschleunigt bei einer sozial gerechten Verteilung der Lasten. Und klar ist, das geht nicht mit den fossilen der alten Energieriesen und mit den fossilen von der FDP. Denn dort, wo es mal ernst gemacht werden soll, und es geht hier um nichts Geringeres als um die Rettung des Planeten, weil es um die Frage des Klimawandels geht, da merkt man, dass auch die geringsten Maßnahmen auf erbittertsten Widerstand treffen. Wenn es nämlich darum geht, dass Wirtschaftsinteressen tangiert sind, werden Widerstände schnell unüberwindbar. Und deshalb, wer den Klimawandel aufhalten will, der darf nicht versuchen, sich die Logik des Kapitalismus irgendwie zu eigen machen über Zertifikatehandel und anderes, um die Klimaziele zu erreichen. Also auch die Ziele von Paris müssen nun einmal einige der gewinnträchtigsten Konzerne des Planeten gezwungen werden, den Großteil der nachgewiesenen fossilen Brennstoffe im Boden zu lassen. Und deshalb, Naomi Klein hat ja mal so schön gesagt, wir werden uns entscheiden müssen,
Wollen wir das Klima retten oder den Kapitalismus? Wir sind da ganz klar für Ersteres. Der Klimawandel muss Vorrang haben, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss und möchte auch noch ein paar Worte, lieber Timon Kremmels, sagen. Ich möchte mich auch bedanken für die Zusammenarbeit. Wir haben auf vielen gemeinsamen Podien gesessen, und wir haben sehr relativ wenig eigentlich miteinander gestritten, weil wir wirklich sehr viel auch in eine Richtung argumentiert haben. Erst ja, bei anderen Themen waren wir auch nicht auf so vielen Podien, glaube ich. Erst haben wir gegen das Atomkraftwerk Biblis gestritten. Dann haben wir uns zusammen im Untersuchungsausschuss mit den Folgekosten, teure Folgekosten der Atomkraft, auseinandergesetzt. Ich finde wirklich, du bist ein glaubwürdiger und engagierter Kämpfer für die Energiewende. Und deshalb wünsche ich dir alles Gute für deine Arbeit in Berlin. Ich hoffe, dass du die Ideen von Hermann Scheer im Bundestag stärker machst. Und da hoffe ich auf dich. Von daher wünsche ich dir von Herzen alles Gute für Berlin und für dich persönlich natürlich auch. Danke. Danke, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht nun Staatsminister Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will meine Rede zu diesen Anträgen zum EEG und zur Energiewende im Allgemeinen und in Hessen im Besonderen vielleicht damit beginnen, dass ich noch einmal betone, dass die Energiewende eine der größten Aufgaben unserer Zeit ist. Und manchmal wird zu Recht kritisiert, dass wir nur über den Strom reden. Und ich will an dieser Stelle ausdrücklich sagen, die Energiewende beinhaltet nicht nur den Strom, sondern sie beinhaltet auch die Wärme und den schwierigsten Teil, die Mobilität. Was nicht heißt, dass wir beim Strom nicht mehr weitermachen müssen, aber dass man natürlich auch die anderen Bereiche nicht vergessen soll. Warum ist die Energiewende eine der größten Aufgaben unserer Zeit? Weil es vom Erfolg der Energiewende abhängt, ob wir die Erwärmung der Erdatmosphäre in den Griff bekommen. Und da geht es nicht nur um ein paar Striche auf dem Thermometer, sondern da geht es um die Existenz von Küstenländern. Es geht um Fluchtbewegungen, die weit über das hinausgehen, was wir heute erleben. Und es ist Zufall, weil der Internationale Währungsfonds veröffentlicht nicht seine Expertisen passend zur Tagesordnung des Hessischen Landtags. Und der Internationale Währungsfonds ist weder eine Vorfeldorganisation der Hessischen Landesregierung noch etwa der GRÜNEN. Aber wenn Sie gesehen haben, was der IWF heute Morgen veröffentlicht hat, dass es nämlich zu Millionen von Klimaflüchtlingen kommen wird, wenn es uns nicht gelingt, diese Erwärmung der Erdatmosphäre in den Griff zu bekommen, das sollte uns allen gemeinsam zu denken geben. Wir haben in Deutschland vor Jahren begonnen, unsere Energieversorgung im Strombereich schrittweise auf erneuerbare Energien umzustellen. Das war hoch umstritten. Dieser Tage jährt sich zum achten Mal der Koalitionsvertrag einer schwarz-gelben Koalition auf Bundesebene, die den Atomausstieg rückgängig machte und nachher, zwei Jahre später, diese Laufzeitverlängerung wieder rückgängig machte. Wir haben an dieser Stelle im Jahre 2011 einen gesamtgesellschaftlichen Konsens erreicht. Ich will ausdrücklich sagen, die Energiewende ist nicht nur eine Abwehrstrategie gegen den Klimawandel. Sie ist auch, wenn sie gut gemacht ist, eine ökonomische Offensive. Denn sie stößt Innovationen an, sie bringt Wertschöpfung in die Regionen und sie eröffnet neue Exportchancen. Wenn Sie sich einmal anschauen, wie viel Geld Deutschland jedes Jahr in Richtung Putin und in Richtung arabische Länder sozusagen investiert, einfach durch den Import von endlichen Rohstoffen und durch den Export von Geld. Da kommt manches auch wieder zurück in Form von Trikotwerbung für Schalke 04 oder Luxusautos. Aber ich glaube, wir könnten in unserer Volkswirtschaft Besseres damit anfangen, als auf solche Effekte zu setzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also, es kann, wenn wir es gut machen, auch eine ökonomische Chance sein. Die spannende Frage, darüber diskutieren wir ja gerade, ist, wie ist das EEG zu bewerten? Ich bin der Auffassung, dass das EEG, in Kraft getreten am 1. Januar 2000, sich als ein hocheffizientes Instrument zur Förderung dieser Technologieentwicklung erwiesen hat.
Wir haben einen enormen Fortschritt beim Ausbau der erneuerbaren Energiequellen. Wir waren im ersten Halbjahr 2017 nach allem, was man so hört, bundesweit im Schnitt deutlich über 30% erneuerbare Energien. In Hessen sind wir noch auf einer Aufholjagd, sind davon noch entfernt. Aber ich will ausdrücklich sagen, natürlich muss das EEG sich verändern. Weil das EEG aus dem Januar 2000 war ein Anreiz sozusagen zur Einführung einer Technologie. Aber ein Anreiz zur Einführung einer Technologie kann natürlich in einer Phase, wo diese Technologie 35% erreicht hat und damit die wichtigste Erzeugungsform im Strombereich geworden ist, wo es quasi vom Marktanreiz zur Marktintegration geht, natürlich nicht mehr mit denselben Kriterien arbeiten. Deswegen ist das eigentlich völlig unbestritten, dass wir das Erneuerbare-Energien-Gesetz verändern wollen. Ich erlaube die Zwischenfrage. Herr Minister, können Sie uns mitteilen, wie sich der CO2-Ausstoß in Deutschland in den letzten 2 oder 3 Jahren entwickelt hat? Das kann ich Ihnen mitteilen, Herr Kollege Rock. Der CO2-Ausstoß in Deutschland ist leider angestiegen. Ja. Ja, er ist angestiegen. Jetzt müssen Sie aber wissen, dass der CO2-Ausstoß in Deutschland in Anführungszeichen grob gesagt zu einem Drittel aus dem Strombereich kommt. Die anderen Bereiche sind Wärme und Mobilität. Da haben wir die größten Probleme, vor allem im Verkehrsbereich. Wenn Sie jetzt morgen sagen, dass wir ein Tempolimit auf der Autobahn einführen, spart sofort 2 Millionen Tonnen CO2. Ich bin gespannt, ob das Bestandteil von Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene wird. Ich will hinzufügen, manche Kämpfe gegen das EEG nehmen gar nicht wahr, dass man gegen ein Prinzip kämpft, das es gar nicht mehr gibt. Das EEG des Jahres 2000 hat Vergütungssätze politisch festgelegt und hat diese jedes Jahr immer bis zum 31. Dezember auf 20 Jahre garantiert. Das gilt aber gar nicht mehr. Wir haben den Übergang zu den Ausschreibungen, und die funktionieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 1. April dieses Jahres hat die erste Ausschreibung für den Offshore-Wind stattgefunden. Wissen Sie, was der Durchschnittspreis pro Kilowattstunde für den Offshore-Wind war? 0,44 Cent die Kilowattstunde. Ja, natürlich ist das für die Zukunft, Herr Rock. Ja, natürlich, wir reden immer über die Zukunft, weil die Zusagen, die wir für die Vergangenheit können wir ja gar nicht mehr ändern. Aber wenn Sie schon über die Zusagen der Vergangenheit reden, dann gab es eine Phase, wo das EEG deutlich angestiegen ist. Das war nun verrückterweise in der Amtszeit der schwarz-gelben Regierung. Das war der Photovoltaikboom der Jahre 2010 bis 2012, wo ich auch im Nachhinein sage, ich habe mich geirrt. Ich habe an dieser Stelle gedacht, dass man die Vergütungssätze für die Photovoltaik nicht schneller senken kann. Die Bundesregierung hat sie ebenfalls ja nicht gesenkt in dieser Zeit und habe gedacht, dass das am Ende die deutsche PV-Industrie schützt. Und am Ende haben wir gesehen, es wäre auch für die deutsche PV-Industrie besser gewesen, sich schneller in Richtung Marktwirtschaft zu bewegen an dieser Stelle. Aber da können Sie sagen, da haben Sie damals Regierungsverantwortung auf Bundesebene getragen, und wir haben diesen Fehler gemeinsam gemacht, lieber Kollege Rock. Ich will zweitens hinzufügen, ich habe Ihnen den Durchschnittssatz für den Offshore-Wind genannt. Ich will Ihnen den Durchschnittssatz für den Windstrom im Land sagen. Der Ergebnis der letzten Ausschreibungsrunde war, das war eine durchschnittliche Vergütung von 4,28 Cent die Kilowattstunde. Ich glaube übrigens, die ist ein bisschen zu niedrig. Das werden wir nämlich sehen, wie viele dieser Projekte der sogenannten Bürgerwindprojekte. Herr Gremmel, Sie haben völlig recht, da muss etwas verändert werden, am Ende wirklich realisiert werden. Aber die Runde davor war noch bei 5,7 Cent. Das heißt, wir sind auch da im Durchschnitt inzwischen beim Binnenwind unter 6 Cent die Kilowattstunde. Und bei den Photovoltaik-Freiflächenanlagen hat die Ausschreibung vom 1. Juni einen Preis von 5,66 Cent die Kilowattstunde ergeben. Das bedeutet, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien der Zukunft nicht nur deutlich günstiger wird als in der Vergangenheit,
sondern dass er aus meiner Sicht seinen Anteil daran haben wird in der Zukunft, dass Energie günstiger ist unterm Strich, als es ohne die erneuerbaren Energien wäre, weil ein neues Steinkohle- oder Erdgaskraftwerk ist heute unterhalb eines Gestehungskosten von 9 Cent die Kilowattstunde nicht zu haben. In Großbritannien hat es gerade eine Vergütung gegeben, wo man einem Atomkraftwerk, das ist ja der einzige Atomkraftwerkneubau, der in den letzten Jahrzehnten überhaupt jemals irgendwo real gemacht worden ist in Europa, wo man dem Betreiber von Hinkley Point C für 30 Jahre 11 Cent die Kilowattstunde zugesagt hat. Ich glaube, an dieser Stelle muss völlig klar sein, was wird am Ende billiger werden, da bin ich sehr sicher, die erneuerbaren Energien werden sich rein marktwirtschaftlich durchsetzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen sage ich ausdrücklich, die Ausschreibung war richtig. Wir müssen halt nur gucken, das ist Neuland, da macht man momentan seine Erfahrungen, was wir an dieser Stelle verändern müssen. Und da auch mal zur Kollegin Wissler. An dieser Stelle bin ich überzeugt davon, dass die Marktwirtschaft sich als deutlich besser erweisen wird als die Planwirtschaft, liebe Kollegin Wissler. Wenn Sie sagen, wir müssen erst den Kapitalismus überwinden, um die Welt zu retten, dann ist die Welt verloren. Dann ist die Welt verloren, weil ein Blick, ja, ich habe ein Interview von Sarah Wagenknecht aus der Frankfurter Rundschau eine Woche vor der Wahl zitiert. Wenn man sozusagen ihre, ich will jetzt an dieser Stelle, ich will ja alle hier sozusagen, ich will nicht zu polemisch sein, aber ein Blick nach Venezuela, wo das ölreichste Land der Welt es geschafft hat, dass es kein Benzin mehr gibt, zeigt, dass das zumindest nicht funktioniert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, ich erinnere an die Redezeit. Bitte. Das wollen Sie nicht hören. Gut. Ich habe gedacht, irgendwer hat eine. Ich habe an die Redezeit erinnert. Ah, okay, Entschuldigung. Ich habe gedacht, es wäre die nächste Zwischenfrage. Deswegen, Entschuldigung, Herr Präsident. Also, ich will vielleicht an der Stelle noch darauf hinweisen. Natürlich haben wir eine relativ hohe Summe des EEG. Ein Teil der EEG-Summe erklärt sich auch dadurch, dass der Börsenstrompreis so niedrig ist, weil das EEG sozusagen die Differenz macht. Ich glaube, unterm Strich ist für die Bürgerinnen und Bürger entscheidend, was der Strompreis kostet. Und da will ich Ihnen sagen, dass der Durchschnittsstrompreis am 01.01.2013 für den Haushaltsstrom in Deutschland 29 Cent die Kilowattstunde war und dass der Durchschnittsstrompreis am 01.01.2017 für Haushaltsstrom exakt die gleichen 29 Cent die Kilowattstunden betragen hat. Das heißt, wir sind an dieser Stelle dazu gekommen, dass am Ende auch die sinkenden Börsenstrompreise inzwischen weitergegeben werden, glücklicherweise, weil Leute auch ihren Stromanbieter wechseln können. Auch an dieser Stelle funktioniert die Marktwirtschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich glaube, dass wir aber an einem Punkt nachsteuern müssen. Herr Rock, Sie haben ja angesprochen, Stichwort CO2-Zertifikate. Ja, das funktioniert momentan nicht. Das liegt aber daran, dass wir zu viele CO2-Zertifikate auf dem Markt haben, weil die erneuerbaren Energien sehr viel schneller erfolgreich geworden sind, als viele es vorher gedacht haben. Und wenn Sie in Anführungszeichen versuchen, einen marktwirtschaftlichen Preis an dieser Stelle künstlich zu erzeugen, Stichwort CO2-Zertifikate, und da müssen Sie natürlich am Ende, wenn Sie dort ein künstliches Nachfrage-Angebotsverhältnis schaffen, müssen Sie natürlich auch Zertifikate vom Markt nehmen, wenn es weniger CO2-Ausstoß gibt. Sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Auch an dieser Stelle, glaube ich, kann man feststellen, dass sich dieses auf europäischer Ebene verändern muss. Da hat die deutsche Bundesregierung sich in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Vielleicht kann man es ja in Zukunft besser machen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und einen letzten Punkt. Ich weiß, ich bin schon über der Zeit, Herr Präsident, aber das ist mir wichtig. Das Thema Akzeptanz ist angesprochen worden. Und das Thema Akzeptanz ist nicht trivial, weil ich natürlich auch weiß, dass gesellschaftliche Akzeptanz, die für die Energiewende da ist und über 80% liegt, sich von lokaler Akzeptanz unterscheiden kann. Und es ist völlig klar, dass wir an dieser Stelle nicht alle immer glücklich machen können. Ich will an dieser Stelle deutlich machen, dass hier nichts durchgewunken wird. Nichts durchgewunken wird. Wir haben im letzten Jahr viele Genehmigungen von Windkraftanlagen gehabt. Wir haben auch etliche Ablehnungen von Windkraftanlagen gehabt.
Wir haben auch etliche Rücknahmen von Anträgen gehabt, weil klar war, dass sie nicht genehmigungsfähig sind. Hier wird nichts durchgewunken, hier wird ordentlich gearbeitet. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal betonen, dass am Ende eines demokratischen Entscheidungsfindungsprozesses, wo übrigens jedermann nach Artikel 19 auch immer das Recht hat, gegen jede Entscheidung vor Gericht vorzugehen, aber Demokratie nicht bedeutet, dass jeder Einzelne Recht bekommt. Demokratie bedeutet, dass es Regeln gibt, dass es rechtsstaatliche Regeln gibt, dass es Genehmigungsverfahren gibt, dass es juristische Überprüfungsmöglichkeiten gibt und dass aber am Ende sozusagen dieser ganzen Prozesse das Ergebnis dann auch umgesetzt wird. Demokratie bedeutet nicht, dass es nur dann gut ist, wenn jeder Einzelne mit der Entscheidung zufrieden ist, sondern dass es einen Ausgleich der verschiedenen Interessen gibt und am Ende auch Entscheidungen. Und die mögen einem nicht immer gefallen. Ich beispielsweise habe 20 Jahre lang gegen den Bau der A44 protestiert und habe vor 2 Wochen dort einen Spatenstich gemacht, weil ich am Ende die Mehrheitsentscheidung akzeptiert habe und auch akzeptiert habe, dass das Land Hessen in Auftragsverwaltung und auch der Verkehrsminister diese Entscheidung dann umzusetzen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will deshalb einen letzten Punkt darauf hinweisen. Das 2%-Ziel ist nicht, Herr Rock, wie Sie in Ihrem Antragsschreiben von CDU und GRÜNEN im Koalitionsvertrag festgelegt worden. Das 2%-Ziel ist von meinem Vorgänger Florian Rentsch in den Hessischen Landtag eingebracht worden. Und den GRÜNEN ausdrücklich ging das nicht weit genug, weil wir nämlich gesagt haben, wir wollen das ohne Ausschlusswirkung. Und an diesem Punkt haben wir uns ebenfalls in der Koalition dann darauf verständigt, dass wir es mit Ausschlusswirkung wollen, das heißt 2% Vorrangfläche, 98% Ausschlussfläche. Auch da können Sie sehen, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, dann ist es am Ende so, dass man im Sinne der gesamten Gesellschaft am Ende auch zu einem Konsens finden muss. Der gefällt am Ende vielleicht nicht allen, aber er ist im Sinne des gesellschaftlichen Fortschrittes notwendig. Und ich werbe trotzdem bei allen immer um Akzeptanz. Vielen Dank. Danke, Herr Minister Al-Wazir. Und in diesem Sinne machen wir munter weiter. Herr Rock für die FDP-Fraktion hat das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vielleicht machen wir jetzt einmal an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Faktencheck. Ich habe ja mal kurz den Minister abgefragt, wie ist es denn mit den CO2-Einsparungen in Deutschland? Keiner gibt so viel Geld für den Einsparen von CO2 aus wie die Bundesrepublik Deutschland. Niemand subventioniert in der Art und Weise diese Politik, ohne einen Fortschritt zu erreichen. Das ist heute hier eingeräumt worden. Ohne einen Fortschritt zu erreichen. Das muss man doch einmal hinterfragen. Es kann doch nicht sein, dass nur 6 Liberale in diesem Parlament das hinterfragen. Wir sparen kein CO2 ein. Sie haben es vom Minister gehört, wenn Sie es mir nicht glauben. Darum habe ich ihn ja gefragt. Und wir geben dafür fast 25 Milliarden € im Jahr aus. Müssen Sie sich doch einmal hinterfragen. Und Frau Wissler, seit ich hier zu diesem Thema spreche, sage ich Ihnen, dass das Erneuerbare Energiegesetz die brutalste Umverteilungsmaschine von dieser Summe im Jahr von unten nach oben ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob man es nicht verstehen kann oder einfach nicht verstehen will, dass man das ausblendet. Das ist mit gesellschaftlichen Nebenwirkungen verbunden. Und wenn Sie dann hier jetzt einmal sagen, ja, das war das erste Gesetz, dass diese Energiekonzerne, ja, wer sind denn diese Energiekonzerne? Das sind doch eigentlich Ihre Freunde. Das sind doch Staatsunternehmen. Das sind doch Staatsunternehmen, Frau Wissler, es sind Ihre Freunde. EnBW, RWE gehört den Kommunen in NRW, Vattenfall ist ein Staatskonzern. Also bitte, Frau Wissler, 2000, wir sprechen die Einführung des EEGs, wissen Sie, wie die Gesellschaftsstruktur 2000 war? Also, Frau Wissler,
Jetzt, das ist einfach, wenn es über Wirtschaftspolitik geht, da bin ich ja mal beim Wirtschaftsminister. Heute nenne ich ihn mal so. Er hat ja etwas Kluges gesagt heute zu dem Thema. Bitte halten Sie sich raus, wenn es um Wirtschaftspolitik geht. Das ist nicht Ihre Kernkompetenz. Ich will aber doch noch einmal zu dem Thema kommen, Herr Al-Wazir, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Sie nehmen die Bürger ernst. Wieso regen sich die Bürger eigentlich auf? Wir machen doch alles nach Recht und Gesetz. Und da muss ich Ihnen ehrlich sagen, wir haben Ereignisse jetzt erlebt. Ereignisse. Ich erinnere mich daran an die Aktion Abendsonne, wo Sie über Weihnachten plötzlich einen irren Arbeitsaufwuchs im Regierungspräsidium hatten und Dutzende von Genehmigungen durchgewinkt haben. Das ist doch nicht das, was die Menschen draußen der Rechtsstaat verstehen. Da haben Sie gesagt, die Interessen der Projektierer sind da, die sollen die höhere Förderung kriegen. Da wird genehmigt auf Teufel komm raus. Da haben Sie Dutzende von Genehmigungen über Weihnachten durchgewunken. Ist das Ihr Verständnis davon, dass Sie die Menschen mitnehmen wollen? Oder nehmen Sie doch bitte mal. Also, ich nehme an, Herr Al-Wazir, Sie wissen das. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, ich hänge mir das vielleicht nicht immer ans Revers, aber die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wissen Sie, wer da Gründungsmitglied ist oder wer sozusagen für die Gründung verantwortlich war, mitverantwortlich war? Es war Theodor Heuss, das wissen Sie. Sie wissen, dass der erste Umweltminister in Deutschland, Herr Genscher, war. Sie haben natürlich mit Ihren relativ ideologisch aufgezogenen Forderungen irgendwann da die Wortführerschaft abgenommen. Sie wissen genau, dass im NABU ganz viele aktive Liberale mit dabei sind. Das ist Ihnen doch bekannt. Uns liegt die Natur auch am Herzen. Wir sind aber keine Ideologen. Und natürlich liegen uns auch die Menschen am Herzen. Wir wägen ab zwischen Mensch und Natur. Und für Sie gibt es halt nur eine Linie, außer es geht um Windräder. Wenn ich mir vorstelle, was Sie dem Naturschutz angetan haben in den letzten Jahren, die Umweltministerin ist ja nicht da, die Schutzabstände bei den bedrohten Fledermausarten von 5.000 m auf im Einzelfall auf 200 m reduziert. Also, wenn Sie sagen, wieso regen sich die Leute denn überhaupt auf, dann müssen Sie das einmal in Einklang bringen mit Ihrem wirklichen Handeln. Sie tun alles, was den Projektierern hilft, um eine Anlage zu errichten. Beim Taunuskamm haben Sie hier irgendeine Projektgruppe eingerichtet, haben die Behörden, die kritisch waren, vorgeladen, um sie noch einmal peinlich befragt, ob sie tatsächlich ihre Stellungnahmen aufrechterhalten wollen. Sie tun doch alles, um den Eindruck bei den Bürgern zu erwecken. Und ich kann den Eindruck bei den Bürgern nicht zu entkräften, dass sie politisch durchdrücken wollen, dass ununterbrochen, egal wo, ob in FFH-Gebieten, Naturschutzgebieten, Windkraftanlagen in diesem Land errichtet werden können, die nicht mal für die CO2-Einsparung in Hessen und in Deutschland beitragen. Das ist die Realität. Und dann kommen bitte zum Schluss. Dann kann man nicht sagen, hier steht gar nicht die Kritik der Bürger. Sie treiben es einfach an der Stelle zu weit. Und jetzt ein Wort noch zum Kollegen Gremmels. Ich hoffe jetzt nicht, ich habe Sie vertrieben. Das wäre mir jetzt doch ein bisschen peinlich. Herr Rock, Sie müssen wirklich zum Schluss kommen. Gut, ich darf nicht mehr. Ich sage es dir dann persönlich. Viel Glück in Berlin. Danke, Herr Rock. Aber mit Blick auf die Tagesordnung werde ich ein bisschen strikter. Für die Linksfraktion hat sich Frau Wissler zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren, eigentlich wollte ich mich ja gar nicht mehr zu Wort melden, aber das Lob des grünen Ministers auf die Marktwirtschaft und die Beschwörung dieser Selbstheilungs- und Regulierungskräfte des Marktes kann natürlich so nicht unwidersprochen stehen bleiben. Und ich will mal als allererstes feststellen, dass in diesem Land Strom und Markt ja nun nie besonders viel miteinander zu tun hatten. Bis zur Liberalisierung Ende der 90er Jahre hat es ja noch Gebietsmonopole gegeben. Planwirtschaft hätten Sie jetzt vermutlich gesagt, Herr Minister. Und nun ist es ja jetzt nicht so, dass die Energiekonzerne sich ihre beherrschende Stellung einfach selber aufgebaut haben, sondern mit Milliardensubventionen wurden die gepampert und gefüttert, dass sie so eine Rolle überhaupt hatten. Von daher, wir haben es im Bereich der Gas- und Stromleitung, das wissen Sie ganz genau, haben wir es mit natürlichen Monopolen zu tun. Die Netzentgelte müssen deshalb reguliert werden. Also jetzt so zu tun, als müsste man einfach den Markt wirken lassen, das ist doch einfach keine sinnvolle Argumentation, zumal wir es hier auch mit dem Bereich natürlich der öffentlichen
Daseinsvorsorge, der öffentlichen Infrastruktur zu tun haben, wo man es nicht einfach dem Markt überlassen kann und sich auch nicht darauf verlassen kann. Und das sieht man doch jetzt gerade, dass sich die erneuerbaren Energien eben einfach so durchsetzen. Deswegen brauchen wir ja auch das EEG und deswegen brauchen wir ja auch eben staatliche Eingriffe. Wir hatten auch bis 2007 noch eine staatliche Strompreisaufsicht. Auch das ist ja noch nicht so lange her, dass das Stadium der Planwirtschaft auch an dieser Frage aus Ihrer Sicht überwunden wurde. Auch das gab es ja, die Strompreisaufsicht. Und ich glaube, dass das auch wirklich sehr sinnvoll war, dass, eben man, solche, dass man so etwas eben auch staatlich reguliert. Weil Herr Rock das jetzt nur gerade angesprochen hat und von den Staatskonzernen gesprochen hat, also ich glaube, bei RWE haben die nordrhein-westfälischen Kommunen, ich glaube, noch an die 20%, aber knapp über 20%, Sie können es ja mal nachschauen, Sie können es ja mal nachschauen. Aber das ganz große Desaster, das wir hatten bei einem Staatskonzern oder vielmehr bei einer Verstaatlichung, das hatten wir ja bei NBW. Es ist ja schön, dass Sie das ansprechen. Weil das große Desaster der Verstaatlichung von NBW, wer hat denn das zu verantworten? Das war Herr Mappus. Und mit wem hat Herr Mappus regiert in Baden-Württemberg? Das war die FDP. Also von daher, Sie haben doch das Desaster der NBW-Verstaatlichung, haben Sie doch politisch zu verantworten. Das können Sie doch jetzt uns hier nicht vorwerfen, meine Damen und Herren. Das ist diese vielbeschworene Wirtschaftskompetenz der FDP. Immer wenn sie zu tragen kommt, diese Wirtschaftskompetenz der FDP, dann gnade uns Gott, was dann wieder passiert. Ja. Also von daher ein großes Milliardendesaster bei der Verstaatlichung. Also von daher werfen Sie uns nicht die eigenen Fehler vor. Und ein letztes noch. Und auch das noch einmal zu der Frage des Loblieds auf die Marktwirtschaft. Es geht hier um eine Schicksalsfrage der Menschheit. Es geht darum, ob wir den Klimawandel auf ein einigermaßen verträgliches Maß gedeckelt bekommen. Und ich finde es etwas risky, das dem Markt zu überlassen und sich darauf zu verlassen, dass der schon irgendwie regeln wird. Ich befürchte nämlich, das wird er nicht tun. Und wenn wir sehen, dass die CO2-Emissionen wieder ansteigen, und wenn wir sehen, was im Bereich der Automobilindustrie los ist, weil staatliche – und das ist ja nicht nur das Versagen der Automobilindustrie, sondern auch das bewusste Wegschauen von staatlichen Aufsehern und von Behörden, die da weggeschaut haben – da bin ich der Meinung, die Rettung des Klimas ist zu wichtig, um sich darauf zu verlassen, ob es der energiewirtschaftliche Markt irgendwie von alleine löst, sondern ich finde, da müssen gerade im Bereich der Energieversorgung als Bereich der öffentlichen Infrastrukturen und der Daseinsvorsorge, natürlich brauchen wir da Eingriffe in den Markt. Das Beste wäre, wenn man es komplett in die öffentliche Hand überführen würde, weil da gehört die Energieversorgung hin. Die Stromleitungen sind mit öffentlichen Mitteln und mit Steuergeldern aufgebaut worden. Und deswegen sollte man auch die Energieversorgung unter öffentliche Kontrolle und in die öffentliche Hand überführen. Danke, Frau Wissler. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Grüger zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil man diese ideologische Geisterfahrt, die wir hier gerade von der FDP vorgetragen bekommen haben, nicht ganz. Naja, Sie sind der Meinung, Sie sind die Einzigen, die nicht die Ideologen sind. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie sind die Einzigen, die die Ideologen sind hier im Parlament. Zumindest beim Thema Energiewirtschaft. Da haben Sie offensichtlich das Gefühl, Sie können, indem Sie sich gegen das EEG, gegen Windkraft, gegen Solar positionieren, die eine oder andere Wählerstimme erreichen. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Art von Populismus irgendwo hinführt, aber man kann es ja einmal versuchen. Wir werden ja sehen, wie weit das trägt. Tatsache ist aber, wir müssen hier mit ein paar Fake News noch einmal aufräumen. Das Thema CO2-Einsparung. Als ginge es bei der Energiewende nur um CO2-Einsparung, meine Damen und Herren. Schauen Sie doch einmal in die Präambel zum EEG. Da werden Sie feststellen, da steht die CO2-Einsparung, der Klimaschutz, nur als ein Thema von mehreren Themen da drin. Das heißt, es geht bei der Energiewende ja auch darum, wegzukommen von, und das ist das Erste, was dort genannt wird, wegzukommen von der gefährlichen Nukleartechnologie. Nun ist es natürlich so, wenn Sie
Atomkraftwerke durch erneuerbare Energien ersetzen, ja, dann ist der CO2-Effekt nicht so groß, wie wenn Sie Kohlekraftwerke durch erneuerbare Energien ersetzen. Ergo müssen wir beides machen. Wir müssen Kernenergie durch erneuerbare Energien ersetzen und Kohlekraft durch erneuerbare Energien ersetzen. Da wir aber ein Ausstiegsgesetz haben, bis 2022 sind alle Kernkraftwerke in Deutschland abzuschalten, ersetzen wir natürlich zunächst einmal die Kernkraftwerke. Und die Kohlekraftwerke kommen dann. Dann werden auch die CO2-Ausstöße im Elektrizitätserzeugungsbereich entsprechend sinken. Aber in dieser Hinsicht hat der Wirtschaftsminister den richtigen Hinweis gegeben. Es geht halt aber nicht nur um die Elektrizitätswirtschaft, sondern wenn wir über das Thema CO2 reden, müssen wir den Wärmemarkt und den Verkehr auch noch mit betrachten. Das heißt, das Gejammere über das EEG in diesem Bereich ist tatsächlich falsch. Es geht gar nicht darum, dass das EEG hier irgendetwas falsch gemacht hat, sondern es geht darum, dass wir eine erkennbare Schrittfolge haben, erst die Atomkraft, dann die Kohlekraftwerke so schnell wie möglich durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Aber vielleicht noch einmal, weil dahinter ja auch viele Missverständnisse und also vielleicht auch absichtliche Falschinformationen über das EEG verbreitet werden. Das EEG ist ja kein Gesetz, aus dem irgendeine Subvention hervorkommt, die gezahlt wird, ob nur Strom geliefert wird oder nicht, sondern das EEG regelt als Marktordnungsgesetz, dass jemand, der mit einer erneuerbaren Energieanlage Strom produziert und einspeist, diesen produzierten Strom zu einem jeweils bestimmten Satz vergütet wird. Dieser Satz sinkt, seitdem das EEG in Kraft ist, immer weiter. Das war von Anfang an der Impuls. Das ist ein industriepolitischer Impuls gewesen, meine Damen und Herren, weil es ging darum, auf diese Art und Weise den Anreiz dafür zu setzen, dass die Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien immer günstiger werden. Und genau das ist passiert. Genau das ist passiert mit dem Erneuerbaren Energiengesetz. Die Anlagen wurden immer günstiger. Und wenn irgendjemand vor 30 Jahren gesagt hat, und ich gehöre zu denen, die das vor 30 Jahren gesagt haben, irgendjemand vor 30 Jahren gesagt hat, wir werden Windstrom unter 5 Cent pro kWh produzieren können, dann ist er für komplett verrückt erklärt worden, insbesondere von denen, die hier jetzt Augenblick gegen das EEG wettern. Und was machen wir? Wir produzieren Windstrom an Land für unter 5 Cent pro kWh. Es ist also möglich. Und wodurch ist das möglich geworden? Durch den marktwirtschaftlichen, hören Sie zu, Sie können was lernen von der FDP, durch den marktwirtschaftlichen Impuls, den das EEG gesetzt hat. Das ist Marktwirtschaft, um das es hier geht. Die Möglichkeit, nämlich zu sagen, der Vergütungspreis wird immer weiter sinken, dadurch werden die Anlagen günstiger, das ist eine marktwirtschaftliche Anreizsetzung gewesen, die dazu geführt hat, dass erneuerbare Energien heute so günstig sind. Und sie werden immer günstiger im Gegensatz zu Kohlestrom und im Gegensatz zu Atomstrom, der immer teurer wird. Meine Damen und Herren, kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Grüber. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Das ist die durchschlagende Wirkung des EEG gewesen. Das ist der Vorteil der Energiewende. Und deswegen müssen wir sie weiterhin verfolgen. Vielen Dank. Danke, Herr Grüger. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Boddenberg das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit ausdrücklicher Genehmigung unseres parlamentarischen Geschäftsführers erlaube ich mir noch einmal wenige Anmerkungen zu machen. Wir sind, ja, glaube ich, jetzt bei der Tagesordnung irgendwo gegen Mitternacht angekommen. Aber ich glaube, das Thema ist es tatsächlich wert, dass wir uns noch einmal in einigen Punkten hier wirklich austauschen und jeder auch voneinander weiß, wofür jeweils der andere steht. Eigentlich dachte ich, Herr Kollege Rock, dass wir in der grundsätzlichen Frage Einigkeit erzielt hätten. Ich will das noch einmal in Erinnerung rufen, Herr Präsident, mit Ihrer Erlaubnis, was Sie in Zeiten gesagt haben, als alle Welt in Deutschland jedenfalls über die Folgen von Fukushima gesprochen hat. Das gibt es von Ihnen, das Zitat, wortwörtlich. Hören Sie zu. Deutschland ist das einzige Industrieland der Welt, das die Energiewende ernsthaft und mit einem breiten Konsens der politischen Parteien betreibt. Aber ich glaube, es besteht ein Gesamtkonsens darüber, dass wir diesen Weg gehen. Darüber gibt es keinen Streit mehr. Ich will einfach heute wissen, gilt das noch oder gilt es nicht mehr? Wenn Sie sagen, wir haben unsere Meinung geändert, nehme ich das als Erstes zur Kenntnis. Das Zweite, was ich gerne wissen möchte, ist, darauf ist gerade eingegangen worden,
wenn Sie sagen, wir reden über andere Energieformen und CO2 ist für uns kein Thema, nehme ich auch das zur Kenntnis. Das glaube ich aber nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Partei, die für sich reklamiert, Sie haben es gesagt, den ersten Umweltminister in der Bundesregierung gehabt zu haben oder für Umwelt zuständigen Minister mit Hans-Dietrich Genscher, sagt, dass sie das Thema ausblendet. Und wenn Sie hierher gehen und erklären, wir gucken uns die CO2-Ausstöße an und schauen uns an, was ist in den letzten Jahren in der Energiewende passiert in Richtung regenerative Energien und daraus ableiten, dass die Gesamtausstoßmenge eher gestiegen ist, wie es der Minister gesagt hat, und sagen, das ist jetzt für mich der plausible Grund, zu sagen, die Energiewende hat kein Ergebnis, dann lieber Herr René Rock, dann wissen wir doch alle miteinander, dass das abenteuerlich ist, was Sie dort behaupten. Und deswegen glaube ich und dachte ich, dass wir uns in einigen Fragen einig waren. Und lieber Herr Kollege Hahn, wir waren damals gemeinsam im Kabinett, und ich will hier gar keine alte Wäsche waschen. Ich will nur darauf verweisen, dass wir immer schon, auch die Union und die damalige Regierung aus CDU und FDP, dass wir eine Grundidee hatten, nämlich dass wir dahin müssen, dass wir wegkommen von fossilen Brennstoffen. Das war übrigens, lieber Herr Kollege Al-Wazir, damals die Beschlussfassung im Bundesrat, bei der ich mitgewirkt habe, noch zu Zeiten der CDU-FDP-Regierung in Hessen, als wir gesagt haben, wir machen eine Laufzeitverlängerung, nicht weil wir Kernenergie so doll finden, sondern weil wir die Kraft schöpfen wollten, um den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und am Ende auch der Kernenergie hinzubekommen. Fukushima hat uns dann allen eines Besseren belehrt. Und weil wir schon beim Zitieren sind, mit der Erlaubnis des Präsidenten, will ich sagen, der Vorgänger von Florian Rentsch, Dieter Bosch, hat damals als Wirtschaftsminister gesagt, die Bevölkerung hat die Kernenergie abgewählt, weil sie schlicht und ergreifend Angst hat. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die Akzeptanz für alternative Energien, dass das mit der Akzeptanz für alternative Energien verbunden ist, wenn es um den beispielsweise Leitungsbau geht oder das Aufstellen von Windrädern. Dieter Bosch hat damals schon völlig zu Recht gesagt, eine solche große Entwicklung in unserer Gesellschaft, wie wir sie nach Fukushima hatten, ist das eine. Aber die Frage, was passiert dann in der Folge und welche Betroffenheiten habe ich dort neu, ist das andere. Deswegen bin ich auch noch einmal nach vorne gegangen, will ich ausdrücklich sagen. Der Minister hat es ja angesprochen. Ich habe eben darauf verwiesen, hier sitzen einige Betroffene aus Regionen, wo wir erhebliche Streite vor Ort haben, wenn es um die Einrichtung und Aufstellung von Windkraftanlagen anbelangt. Ich bin zunächst einmal sehr froh, und das sage ich nicht nur denen im Gespräch, sondern das sage ich auch hier, wenn Bürgerinnen und Bürger sich vor Ort artikulieren und wenn sie sehr deutlich ihre Interessen oder auch anders gesprochen das artikulieren, was sie nicht wollen. Dann muss es aber auf der anderen Seite auch möglich sein, dass wir mit diesen Bürgern im Dialog sind. Und Herr René Rock, Sie haben eingangs erklärt, Ihres ersten Redeteils, dass wir damit ja nichts am Hut hätten als Union. Das weise ich entschieden zurück. Wir reden jeden Tag mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und wir haben heute Morgen über die Folgen des Sonntags und des Bundestagswahlergebnisses gesprochen. Dass Sie als einer der Vertreter der demokratischen Parteien versuchen zu insinuieren, die da oben machen, was sie wollen, und ignorieren uns da unten, das finde ich Demokratie. Politisch höchst unverantwortlich. Das will ich sehr, sehr deutlich sagen. Und last but not least, ja, dieses Zuhören, dieses Miteinanderreden ist das eine. Und wenn es denn Menschen vor Ort gibt, auch das hat der Minister gesagt, die sagen, am Ende des Tages will ich dieses behördliche Handeln auch überprüft wissen, dann wenden Sie sich entweder an Ihre Abgeordneten, das machen die übrigens auch, da braucht man die gar nicht auffordern, das ist auch völlig in Ordnung so. Und wenn Sie damit nicht zufrieden sind, was am Ende rausgeht, dann haben Sie die Möglichkeit des Klageweges. Und das ist das, was einen Rechtsstaat ausmacht, dass man am Ende vielleicht nicht immer nach seiner Meinung zum Ziel gelangt, aber dass man zu seinem Recht kommt, wenigstens hinterfragen kann, wie Behörden und Verwaltung mit solchen schwierigen Phasen und Problemen und Aufgabenstellungen und Herausforderungen umgehen. Und ich finde, darauf sollten wir stolz sein, und das sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern auch jeden Tag sagen. Hier gibt es keine Hinterzimmerpolitik. Hier wird im Hessischen Landtag, im Deutschen Bundestag über solche Fragen lebhaft diskutiert. Aber am Ende des Tages gibt es dann auch Mehrheitsentscheidungen, wo wir gemeinsam, finde ich, um Akzeptanz werben müssen und viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben. Das wird mit dem heutigen Tage sicher nicht aufhören. Herzlichen Dank. War's das? Meine Damen und Herren, wir legen jetzt keine Wortmeldung mehr vor. Ich möchte jetzt die Aufmerksamkeit darauf lenken, was wir mit den Dingern hier machen. So. Also, das ist zunächst einmal
der Top 35, den überweisen wir in den WVA. Richtig? Ja, wenn er keiner mitmacht, ist auch in Ordnung. Dann habe ich einen dringlichen Antrag. Auch in den WVA? Okay, wollte ich wissen. Und dann einen Entschließungsantrag. Was machen wir denn? Auch mit dem WVA. Also, ich muss noch gucken. So, jetzt Herr Lenders, bitte. Mikro anmachen. Jetzt an. Herr Präsident, wir bitten, unseren Antrag abzustimmen. Beide. Dann alle. Also, bitte. Wir haben drei Anträge. Wir haben zwei FDP-Anträge und einen Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen. Und Sie wollen beide abgestimmt haben. Alle drei? Okay, aber nacheinander machen wir schon. Okay. Wir stimmen ab, Herr Ministerpräsident. Ich rufe auf zur Abstimmung den Tagesordnungspunkt 35, Antrag der Fraktion der FDP betreffend keine EEG-Subvention für neue Windenergieanlagen, Drucksache 19/4897. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Abgeordneten der FDP-Fraktion. Wer ist dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit gibt es auch keine Enthaltung, oder? Nein. Damit ist der Antrag mit Mehrheit der anderen Fraktionen gegen die Zustimmung der FDP-Fraktion abgelehnt. Dann rufe ich auf den Antrag 73, dringlicher Antrag. Öztürk. Oh. Hast du dich enthalten? Nein, dagegen. Hat dagegen gestimmt. Das Ergebnis stimmt trotzdem. Okay. Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Bürgerwille, endlich 8. Windkraftausbau stoppen, Drucksache 19/5305. Wer ist dafür? Bitte um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der habe ich nicht gesehen. Die Fraktion der FDP. Wer ist dagegen? Die übrige Fraktion des Hauses und die Abgeordnete Öztürk. Enthaltungen keine. Damit ist er mit großer Mehrheit abgelehnt, dieser Antrag. Und ich schließe den Entschließungsantrag der Fraktion von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit der Drucksache 19/5309. Wer will dem zustimmen? Fraktion von CDU und GRÜNE. Wer ist dagegen? Die FDP-Fraktion. Wer enthält sich der Stimme? Die Fraktion von SPD, DIE LINKE und die Frau Abg. Öztürk. Somit ist dieser Antrag mit Mehrheit der Koalitionsfraktionen angenommen.